Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin der bekannteste Astralreisentrainer in Europa und ich möchte dich in diesem Video einladen auf eine dreitägige Masterclass mit mir gemeinsam, wo wir gemeinsam ein Wochenende lang an Astralreisen trainieren werden. Und mein größtes Ziel ist bei diesem dreitägigen Masterclass-Event, dass du eine außerkörperliche Erfahrung erlebst. Ganz kurz, wie bin ich zu dem Thema gekommen und warum solltest du das von mir lernen? Als ich vor vielen, vielen Jahren auf das Thema Astralreisen gestoßen bin, war ich begeistert von der Möglichkeit, dass man seinen Körper verlassen kann, andere Welten erleben kann und erkunden kann, erschweben kann und bewusstseinserweiternde Erfahrungen machen kann. Doch das Problem war, ich war so euphorisch, dass ich nicht mehr aufgehört habe, etwas anderes zu machen. Habe mir dann sofort ein Jahr Sabbatjahr genommen und habe dann in diesem einem Jahr jeden Tag 12 Stunden daran gearbeitet, eine Astralreise zu indizieren. Also ich habe 6 Stunden am Tag mir alle Bücher reingezogen und habe die restlichen 6 Stunden damit verbracht, Übungen durchzuführen, um eine Astralreise zu indizieren. Ich hatte schon ein paar so kleine Erfahrungen wie Vibrationen oder Knalleffekte oder andere Bewusstseinszustände, aber so eine richtige außerkörperliche Erfahrung habe ich nicht erlebt, ein ganzes Jahr lang. Trotz dieser vielen, vielen Arbeit. Und nach diesem einem Jahr, als ich auch alle Kurse besucht habe beim IAC World, Monroe Institute und was es da noch alles gibt, also wirklich mir das ganze Wissen reingezogen habe und am Schluss zu der Erkenntnis kam, okay, das ganze Thema funktioniert nicht, das Ganze gibt es nicht, weil auch wenn viele darüber berichten, bei mir klappt das nicht, weil ich habe wirklich mit viel Engagement daran gearbeitet, habe ich dann die Entscheidung getroffen, nee, ich lasse es los, das Thema. Und an diesem Tag konnte ich es so, ohne Probleme. Und an diesem Tag habe ich verstanden, was mein Hauptproblem war, aber gleichzeitig war dieses Hauptproblem meine Erwartungshaltung, meine Euphorie, dass ich es unbedingt wollte. Und gleichzeitig habe ich an diesem Tag eines der größten Erkenntnisse gewonnen in Bezug auf mein restliches Leben danach, nach diesem einem Jahr. Und zwar, dass ich so viel gelesen habe, so viel probiert habe, es gibt so gut wie keine Technik, die ich nicht kenne, die ich nicht angewendet habe und die ich nicht intensiv geübt und studiert habe, dass ich ganz genau weiß, was wie zu was führt und woran die ganzen Haken sind, was sozusagen die goldenen Schlüssel sind, was die beste Vorbereitung ist, was die besten Methoden und Techniken sind. Und als ich dann das herausgefunden habe, habe ich dann entschieden, okay, jetzt kann ich es so einfach, habe dann angefangen natürlich mit Seminaren zu diesem Thema und Frequenzen zu produzieren, also habe dann ein eigenes Institut gegründet, das Brainwave Entertainment Research Institute, wo ich am EEG seit vielen Jahren forsche an Frequenzen, die durch eine 3D-Dissoziation die ermöglichen, auch in Kombination mit Meditation und Hypnose und weiteren technologischen Möglichkeiten, wie man viel einfacher diese Zustände, wo diese außerkörperlichen Erfahrungen indizieren kann. Und gleichzeitig habe ich dann auch angefangen, damals YouTube-Videos zu produzieren und mein Wissen weiterzugeben und auch vor allem, weil ich so viel Erfahrung hatte, habe ich nur einen kleinen Teil meiner Erfahrungen hochgeladen auf YouTube, was trotzdem sozusagen die meisten Erfahrungen auf YouTube waren von einer Person und wurde über YouTube dann sozusagen bekannt in dieser Szene als der bekannteste Experte, der die meisten und auch krassesten Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt hat. Und was mir dieses ein Jahr geschenkt hat, war, dass ich danach sozusagen meinen Lebenssinn gefunden habe, Menschen die Tür zu einer neuen Welt zu eröffnen, und durch dieses viele Wissen und durch dieses viele Quälen bin ich sozusagen jemand, der es nicht so wie viele andere durch in so einen Trip zum Beispiel durch Substanzen das indizieren konnte oder der von Kindheit an das sehr leicht konnte, sondern jemand, der vorher Datenforensiker war, sich sehr verdammt schwer getan hat, durch seinen logischen Verstand das irgendwie zu indizieren und trotzdem mich abgequält habe bis zum Umfallen und das am Schluss dann doch irgendwie geschafft habe. Das heißt, ich bin den harten Weg gegangen, den Weg durchs Feuer mit Qual, aber mein Weg war derjenige, dass ich nicht aufgegeben habe. Und am Schluss hat mich dieser Weg durch die Theorie, durch die Praxis dahin geführt, dass ich halt sehr, sehr viel Wissen und vor allem jetzt durch die vielen praktischen Erfahrungen, mittlerweile über 1000 außerkörperliche Erfahrungen, die dann noch weitergingen in Seelenreisen, also die nächste Stufe danach, hat mich dann dahin geführt, dass ich jemand bin, der dir helfen kann, wenn du sagst, du möchtest das indizieren und erleben, dann glaube ich, bin ich der Ansprechpartner, der dir da die besten Tipps geben kann, weil ich selbst genau weiß, wo, wenn du sagst, okay,
du übst schon seit Monaten oder seit Jahren an diesem Thema und du kommst einfach nicht weiter. Du musst mir nur erzählen, was ist dein Problem, und ich kann dir ganz genau sagen, weil ich das alles hinter mich habe, was du tun kannst, um auf das nächste Level zu kommen oder so, diese Blockade aufzulösen und so weiter, wie du mit was umgehst und so weiter. Ich habe auch dann den Astralreisen-Intensivkurs veröffentlicht vor einigen Jahren, der mittlerweile einer der bekanntesten und meistverkauften Kurse war, mit über 22 Stunden Videomaterial, wo ich das ganze Wissen drin geballt habe, und wurde auch dadurch bekannt in dieser Szene. Und jetzt ist es soweit, jetzt habe ich entschieden, in diesem Jahr, beziehungsweise jedes Jahr, alle paar Monate, ein Masterclass-Live-Event über Zoom zu veranstalten, wo ich von Freitagnachmittag auf Sonntagnachmittag dir das ganze Thema komprimiert verpacke. Es wird ein Online-Workshop sein, das heißt, du wirst gemeinsam mit mir arbeiten, du wirst Übungen machen, insgesamt wirst du vier Möglichkeiten haben, an der Wochenende eine Astralreise zu indizieren, da gehe ich gleich darauf ein, und in diesen vier Möglichkeiten wirst du direkt danach, wenn du es nicht indiziert hast, von mir Feedback bekommen, also du wirst genau sagen, was ist passiert, was hast du erlebt, wo bist du gescheitert, was ist genau passiert, und ich kann dir genau Feedback geben, was ist dein Problem, wie du es umgehst, wie du das löst, und dann beim nächsten Versuch kommst du noch weiter. Und das Ziel von mir ist es, jeder, der mitmacht, an dem Wochenende eine Astralreise erlebt, und wenn nicht, dass du zumindest so viel Werkzeug bekommst, dass du genau weißt, warum und wie es dann wie du es dann in Zukunft dann weiter üben kannst, damit deine Quote sich massiv erhöht. Zudem bekommst du im Seminar von mir eine eigene geführte Meditation mit einer Hypnose und eine eigene Frequenz, die nutzen wir für die Indizierung der Astralreise, und eigene Techniken, wie zum Beispiel eine von mir entwickelte Technik auf Basis vom IRC World Institute, was ich noch verbessert habe, wie man eine Astralreise im Wachzustand, im normalen Bewusstsein indizieren kann, wenn man die gut geübt hat. Ja. Das werde ich dir beibringen im Event. Also, es gibt vier Schritte, die wir im Event primär erfolgen werden. Der erste Schritt ist, du wirst lernen, deinen Körper vollkommen zu entspannen, so zu entspannen, dass du meditierst oder liegst und nicht mehr weißt, ob du liegst, wo deine Hände sind und so weiter. Das werde ich dir beibringen. Dann geht es in den nächsten Schritt, wo ich dir beibringen werde, deinen Verstand zu reduzieren. Das heißt, dein kritischer Verstand nicht mitarbeitet, weil dieser produziert Beta-Wellen im Gehirn, und die Beta-Wellen machen halt, dass du nicht in Delta-Wellen kommst, und damit ist eine Astralreise dann nicht möglich oder schwer möglich. Ja? Und wenn du das geschafft hast, kommst du in den sonnambularen Zustand. Das ist ein hypnotischer Zustand, der, wenn der Körper und der Geist entspannt ist, dann trittst du in diesen Zustand ein. Der bewegt sich irgendwo in der mittleren Theta-Ebene im Gehirnwellenmuster. Und in diesem Zustand geht es dann darum, dass ich dir eine Technik beibringe, wie du vom oberen Theta-Wellenbereich in den unteren Theta-Wellenbereich kommst, damit du unter die Grenze von 4 Hertz gelangst, weil ab da ist eine Astralreise dann möglich. Und da gibt es verschiedene Techniken, wie du das Bewusstsein mit Visualisierung, mit eigenen Methoden, mit eigenen Techniken in diese tiefen Theta-Wellen hineinbringst, und dann stelle ich dir eigene Techniken vor, wie du dann den besten Austritt machst. Da gibt es diese Blackbox zum Beispiel, also gibt es eigene Methoden, die eigentlich nicht so bekannt sind, aber das sind eigentlich die effektivsten Methoden, wie du das indizieren kannst, und die werde ich dir alle beibringen, also die besten Methoden, um den Übergang in diese Delta-Ebene zu machen, und dann die besten Austrittstechniken aus deinem Körper, und dann die besten Techniken, um, wenn du es geschafft hast, rauszukommen, um den Zustand zu stabilisieren, damit du die Erfahrung nicht kurz hast, wie die meisten, die aufgeregt sind, nervös sind oder Angst haben oder und so weiter, einfach irgendwelche Blockaden haben, dass du das umgehst, dass du sozusagen, wenn du es geschafft hast, was du tun kannst, das Ganze stabil zu halten. Ja. Ich möchte mal kurz ein paar die sieben wichtigsten Gründe nennen, warum du beim Workshop teilnehmen sollst. Auf der einen Seite werden wir uns, wie schon erwähnt, die Blockaden anschauen, weil die meisten Probleme der meisten, die das versuchen zu indizieren, sind eben Blockaden, und wenn die aufgelöst sind, dann wirst du viel einfacher so eine außerkörperliche Erfahrung einleiten. Die meisten Blockaden sind eben Aufregung, Erwartungshaltungen, das war zum Beispiel meine größte Blockade, weswegen es bei mir ganz schlecht geklappt hat, und vor allem dann das Thema Ängste, die sich bilden, da werden wir ganz detailliert darauf eingehen. Natürlich gibt es noch weitere Blockaden, auf die werden wir dann auch eingehen. Dann werden wir eben ein gemeinsames Training machen, das heißt, du wirst mit mir am Freitagabend, also am Nachmittag, bekommst du dann die Schulung, die Grundschulung. Dann bekommst du eine Introduction, also eine Anweisung, was du in der Nacht tun sollst, wenn das Event am Freitagabend zu Ende ist. Dann wirst du 4,5 Stunden schlafen.
dann bleibst du munter in der Nacht, also von Freitag auf Samstag, eine halbe Stunde, damit du Serotoninhormone produzierst. Und dann wirst du die Technik anwenden, die ich dir am Freitagnachmittag erzähle im Event. Und die wirst du dann indizieren und versuchen dann eine Astralreise einzuleiten. Wenn du es nicht geschafft hast, dann schlaf einfach ein und dann wirst du in der Früh, wenn du dann munter wirst, nochmal die Gelegenheit haben, die mit derselben Technik eine außerkörperliche Erfahrung zu indizieren. Und wenn das nicht klappt, dann geht es in der Früh dann sozusagen am Samstag wieder zum Event und im Event stellst du mir dann direkt Fragen, wo bist du gescheitert, was hast du erlebt und so weiter. Und wenn es nicht geklappt hat, werde ich dir ganz genau Feedback, direkt Live-Feedback geben können im Seminar, was du am Samstagabend dann optimieren kannst. Ja? Und dann wirst du am Samstag von mir noch viel weiteres Wissen bekommen, bessere Techniken und so weiter, die wir dann sozusagen für den nächsten Tag anwenden, also von Samstag auf Sonntag mit derselben Methode. Also du schläfst 4,5 Stunden, bleibst eine halbe Stunde munter, baust Serotoninhormone auf und dann gehst du wieder in diese Schlafphase und simulierst deinem Gehirn, dass du in der Traumebene bist, damit das Melatonin ausschüttet, damit du dann sozusagen in den Körper, in deinen Astralkörper kommst und die Frequenz und die Hypnose, die ich dir dann mitgeben werde, die du dann direkt anwendest, die wird dich noch viel leichter in diese Ebene ziehen und dann wird deine Quote mit der Methode, die du dann eben, die mentale Methode, die du dann noch machst, noch drastisch erhöhen. Und wenn es da nicht klappt, dann am Sonntag in der Früh nochmal zum Üben und dann haben wir am Sonntag nochmal den ganzen Tag Zeit, wo wir dann nochmal Fragen antworten gehen und nochmal Feedback geben und noch viele weitere Tipps. Ja. Dann bekommst du eben von mir eine, eben wie schon erwähnt, eine eigene Frequenz, eine eigene Hypnose plus eine eigene Frequenz, die du dann mitnehmen kannst, also für deine restlichen Tage. Also das bekommst du einfach von mir mit dazu, wo du einfach dann grundsätzlich üben kannst. Das ist so, dass das meine Forschung, die ich schon seit über 10 Jahren betreibe in dem Gebiet und die Frequenz und die Technologie, die habe ich mittlerweile schon sicher 40, 50 Mal abgedatet und optimiere immer weiter und es wird halt immer besser, mit dir das einzuleiten und du kriegst einfach die aktuellste Version davon. Dann bekommst du von mir die besten Tipps und Tricks für die Praxis, weil viele haben Familie, Kinder und einen Alltag, Job und so weiter und da tut man sich sehr, sehr schwer, eine Astralreise zu indizieren, weil man einfach wenig Zeit hat. Und ich selbst habe das gelernt, dass ich selbst in der Firma hatte, einen neugeborenen Sohn bekommen habe und habe damit trotz dessen in meine Routine das einbauen können, mit einer sehr einfachen, simplen Methode, mit sehr wenig Zeit, wie man das dann trotzdem integrieren kann in seinen Alltag und dann aus seinen Nächten dann doch Abenteuer gestalten kann. Dann wirst du von mir die 21 goldenen Schlüssel bekommen, die sich auf Basis dieser 10- oder 15-jährigen Forschung mittlerweile ergeben haben, die sich immer wieder spiegeln in den Büchern, in den anderen Kursen und Instituten, die ich bekommen habe und aus meiner eigenen Erfahrung. Und dann bekommst du von mir die geheime Velo-Insider-Technik, das ist vom IRC World die Insider-Technik, die dort die Institutsmitarbeiter bekommen, um diese Astralreisen zu induzieren. Ich habe diese Methode optimiert, verbessert und auf ein anderes Level gehoben und die werde ich dir beibringen, ja, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Dann ganz kurz zu mir, warum bin ich derjenige, der dir das beibringen soll oder kann? Ich habe, wie ich schon erwähnt habe, durch diese vielen Erfahrungen, mittlerweile über 1000, angefangen, diese ganzen Videos auf YouTube hochzuladen und diese ganzen Erfahrungsberichte, die sehr, sehr bewusstseinserweiternd waren und wurde, wie gesagt, dadurch bekannt in der Szene und habe damit auch den größten Kanal in der Szene aufgebaut. Ja? Das heißt, ich bin nicht jemand, der sagt, ich habe ein paar Astralreisen gemacht und ich werde dir das beibringen, auf Basis von ein paar Büchern, die ich gelesen habe, sondern jemand, der ein Institut dahinter hat. Wir haben hier ein 450 Quadratmeter großes Forschungslabor, wo wir an dem arbeiten, mit EEG, mit Tonstudio, was alles dazugehört, wie man es halt sonst so kennt. Also sehr, sehr intensive Forschung. Und wie gesagt, auf der einen Seite habe ich das Wissen, dann habe ich die Theorie und auf der anderen Seite forsche ich in dem Gebiet und das ist mein Beruf. Ja, es ist mein kompletter Alltag, mich mit dem Thema zu beschäftigen, Studien durchzuführen, Experimente durchzuführen und dann herauszufinden, was sind die Schlüssel, die wir dann im Seminar durchgehen werden. Dann habe ich ja die Webseite Brainwave 3D ins Leben gerufen, wo wir durch die Forschung Frequenzen produzieren mit Hypnose, mit Dissoziation und dort mittlerweile dank euch über 10.000 Kunden gewonnen haben und wir tagtäglich dadurch Erfahrungsberichte bekommen von allen möglichen Kanälen, von Instagram, YouTube, Facebook, E-Mail, Ticketsystem, auf allen Netzwerken bekommen wir tagtäglich Feedback von deinen Erfahrungen, wo erstaunliche bewusstseinserweiternde Erfahrungen sind, außerkörperliche Erfahrungen, da ist alles dabei durch die Frequenzen und durch die
durch dieses viele Feedback, was wir bekommen, sehen wir, okay, was funktioniert nicht und wie optimieren wir das Ganze. Und deswegen werde ich dir diese ganzen Erkenntnisse und die Essenzen von den Leuten, weil wenn ich ein Feedback von jemandem bekomme, sage ich nicht immer nur danke für das Feedback, sondern ich frage danke für das Feedback, was hast du getan, erzähl mir genau, was deine Schritte sind, weil ich möchte das auch als Teil meiner Studie ansehen, dass ich herausfinde von den tausenden Leuten, die Erfahrungen haben, was habt ihr vorher getan, wie habt ihr es indiziert, was sind eure Methoden, und diese ganzen Sachen habe ich gesammelt und werde die auch in diesem Event vermitteln. Ja? Dann, wie gesagt, habe ich den größten und intensivsten Kurs drüber gemacht und das ganze Wissen darüber vermittelt, und der Kurs ist mittlerweile sehr, sehr bekannt geworden in der Szene. Und wie ich schon erwähnt habe, ich bin jemand, der vom Zero to Hero das Ganze gelernt hat, also nicht jemand, der sich leicht getan hat, sondern ich habe mir verdammt schwer getan und ging den Weg übers Feuer und habe eben durch diese ganzen Hürden mich wirklich in jedes Detail reingestürzt, weil ich jemand bin, der ja vorher eine Datenforensikfirma hatte. Das heißt, ich war vom Beruf Gerichtsgutachter und musste fürs Gericht, für die Polizei, für die Kripo, für die Regierung Gutachten erstellen. Das heißt, mein Gehirn ist sehr, sehr stark logisch ausgeprägt gewesen, und ich musste lernen, als jemand, der sehr viel im Denken ist, der viel, viel mit Paragraphen zu tun hat, der viel mit Datenforensik zu tun hat, mit IT-Gutachten, von diesen Denker-Menschen hin zu hinlegen, Augen zu machen und komplett loslassen und nichts zerdenken und so weiter. Und da ich jemand bin, der sich vor allem dadurch sehr, sehr schwer getan hat, wie es dir vielleicht auch geht, werde ich dir Methoden geben, wie du vor allem trotz dessen sehr leicht das indizieren kannst, weil es nur ein paar Kleinigkeiten sind. Das sind so die kleinen Rädchen, an denen wir im Seminar drin werden, die große Ergebnisse führen werden. Dann habe ich so das Monroe-Institut besucht, dort die Kurse besucht, IAC World, das weltgrößte Forschungsinstitut zu diesem Thema, wo unser Institut auch ein Member ist, sozusagen. Das IAC World ist das größte Institut weltweit, wenn zum Beispiel das Weiße Haus Fragen zu diesem Thema hat, zum Thema Bewusstsein, dann gehen die zum IAC World. Zum Beispiel der Gründer vom IAC World ist derjenige, der den Mikrochip, also das Ding, was die Computer auf den Planeten gebracht hat, entwickelt hat. Also das Institut, was die Technologie auf diesen Planeten gebracht hat. Und der Gründer vom IAC World hat das gemacht durch eine Astralreise. Der hat eine Astralreise erlebt, dort hat er Wesen getroffen, die haben ihm genau erzählt, was er tun soll. Und dann hat er einen Mikrochip auf dem Planeten erfunden durch eine Astralreise. Und hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich die Welt revolutioniert sozusagen durch eine Astralreise. Und dann hat er deswegen das größte Bewusstseinsforschungsinstitut weltweit gegründet, wobei viele Institute weltweit da zusammenarbeiten. Und unser Institut, das Brainwave Entertainment Research Institute, ist dort Member als Institut, Forschungsteam, wo wir sozusagen einmal die Woche einen Call haben, wo wir die ganzen Wissenschaftler, die ganzen Nuklearphysiker, Mathematiker, Statistiker, die sich mit dem Thema Bewusstseinsforschung beschäftigen, wo wir uns da alle zusammenrufen und die ganzen Erkenntnisse, wenn etwas jemand entdeckt hat, wo wir sozusagen an der Quelle sitzen auf dem Planeten, wenn etwas entwickelt wird zum Thema Bewusstsein oder entdeckt wird, dann bin ich einer der Ersten, die das erfährt durch dieses Institut, weil ich sozusagen dort Member bin und selber auch meine Forschungen mit denen teile. Ja. Dann bin ich noch ein guter Freund von Jürgen Siewe, Tom Campbell und von vielen weiteren Trainern und Lehrern zum Thema außerkörperliche Erfahrung und tausche mich mit denen regelmäßig aus. Ja, und zu guter Letzt bin ich bekannt geworden, vor allem durch meine sehr, sehr intensiven Erfahrungsberichte, die, wenn man sich die nur anhört, dass sich dadurch schon das Bewusstsein erweitert, und es gibt auch gleichzeitig den Grund, warum du das lernen sollst, weil wenn du dir so einen Erfahrungsbericht ansiehst und danach sozusagen das Video startest und danach Erkenntnisse bekommst, die du in keinem Buch auf diesem Planeten findest, über dich selbst, über deine Persönlichkeit, über das Konstrukt, über die Realität, über alles, was du dir vorstellen kannst, über dein Leben, deine Probleme, deine Lebensaufgabe, über Gott, über das Jenseits, wo du einfach dich als Mensch loslöst und zu deiner Seele zurückkehrst, das Wissen bekommst, dich zurückerinnerst mit jeder Erfahrung, durch dieses Wissen dich erinnerst, wer du bist, welche Möglichkeiten dein Bewusstsein hat. Und nach diesem Video bist du ein anderer Mensch, bist du ein anderes Bewusstsein. Und das ist das eine, so ein Video zu sehen und sein Bewusstsein damit zu erweitern. Das andere ist, diese Erfahrung selbst zu machen. Und es ist mein größtes Anstreben, weil ich weiß, was passiert, wenn du die Erfahrung selbst machst. Was dann geschieht. Das ist das, was
das ist, was mich motiviert. Wo ich sage, wenn ich so viele Erfahrungen mache und es einmal gelernt habe, dann ist mein größtes Ziel, dass du diese Erfahrung machst, dass du dieses Wissen mit anderen teilen kannst, damit andere ihr Bewusstsein erweitern. Weil, wie sagt man so schön, der größte Lehrer ist nicht der mit den meisten Schülern, sondern der, der die meisten Lehrer hervorbringt. Und deswegen, wenn du viele Erfahrungen machst, dann wirst du selber jemand, der so viele Erfahrungen hat und diese Erfahrungen mit anderen teilen kann, damit auch die ihr Bewusstsein erweitern und dieser Planet kollektiv aufwacht. So, dann werde ich jetzt noch ganz kurz zum Event selbst eingehen. Also wir werden am ersten Tag Nachmittag beginnen. Die ganzen Informationen findest du auf der Webseite. Wir starten mit einer Begrüßung, dann gehen wir zuerst in die Ängste rein, dann in Blockaden, wie man sie auflöst, dann erkläre ich die wichtigste Theorie und Praxis, die wir in der Nacht am ersten Abend durchführen werden. Dann werde ich dir die sieben wichtigsten Schlüssel für ein Astralreise vermitteln. Dann die wichtigsten Mythen und Irrtümer werden wir grob darauf eingehen. Und dann werde ich dir die Generaltechnik für die Schlafunterbrechung, die wir dann von Freitag auf Samstag machen, vermitteln und weitere wertvolle Tipps zur Induktion und was du noch verbessern kannst. Ja, und dann halt die Anweisung für die Schlafunterbrechung am Abend. Das wird dann immer gegen Abend fertig sein, das Event. Also nimm dir wirklich das ganze Wochenende frei, von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag komplett nur dieses Thema, weil das Mindset muss auch auf das Thema eingestimmt sein. Dann wirst du eben in der Nacht die Schlafunterbrechung machen. Die ganzen Details stehen dann auf der Webseite bzw. werden dann im Seminar genau erklärt. Dann wirst du eben deinen ersten Versuch machen um 4 Uhr. Und den zweiten Versuch dann in der Früh, nachdem du aufgestanden bist. Und dann wird es in der Früh dann losgehen, so 10, 11 Uhr, das wird dann auch ganz genau definiert, wo wir dann auf die Fragen, Antworten eingehen. Und dann wirst du die 7 Gebote bekommen, die 21 goldenen Schlüssel von mir. Dann die körperliche Entspannung, die besten Techniken, geistige Entspannung, also kritischen Verstand loslassen, Umgang mit der Schlafparalyse. Dann werde ich dir die Velotechnik, die erweiterte, vorstellen. Dann werden wir gemeinsames Training mit der Velotechnik machen im Seminar. Dann noch weiteres geheimes Wissen, weitere Tipps zu diesem Thema, Induktionen, Techniken und dann nochmal eine kurze Frage-Antwort-Runde, wenn du noch irgendwelche Fragen hast und dann die Anweisung für die Schlafunterbrechung von Samstag auf Sonntag. Dann wirst du eben von Samstag auf Sonntag nochmal deine 2 Versuche machen und dann werden wir am Freitag die Fehleranalyse machen. Das heißt, wir werden genau herausfinden, woran hat es gescheitert, was kannst du noch optimieren beim nächsten Mal. Und dann werde ich dir noch die besten Tipps geben, wie du das integrieren kannst in deine Routine am Sonntag, also in deinen Alltag implementieren kannst. Dann noch weitere Insider-Techniken, wie du deine Traumaerinnerung verbessern kannst, weil je besser deine Traumaerinnerung ist, desto intensiver wird das Ganze. Übrigens, wenn du dich anmeldest zum Seminar, wirst du von mir auch ein kleines Video-Coaching bekommen als Vorbereitung für dieses Event, was du noch vorher trainieren kannst. Und vielleicht bekommst du da auch noch eine Frequenz zum Üben. Ja. Dann die 12 besten und einfachsten Austrittstechniken wirst du dann bekommen und dann die Techniken, wie du bewusst beim Einschlafen dich wach hältst. Und dann gehen wir noch einmal eine größere Frage-Antwort-Runde ein und dann hast du sozusagen in diesem Wochenende geballt das ganze Thema Astralreisen von den Essenzen auf die Essenzen komprimiert. Es ist mehr ein Praxis-Workshop, ich werde nicht so viel reden, wir werden viel mehr Praxis-Workshop und nur praktisches Wissen vermitteln und das Ziel ist Übung, Übung, Übung und üben, dass du es erlebst. So wird das Ganze ablaufen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, stell sie mir einfach auf der Webseite im Ticket als System oder unter dem Video rein und würde mich irrsinnig freuen, wenn ich dir Astralreisen beibringen kann, vor allem wenn du bei diesem Event dabei bist und eine außerkörperliche Erfahrung erlebst. Das wäre für mich die allergrößte Freude, weil dann weiß ich, dass die ganze Arbeit, die ich in den vielen Jahren mache, einen noch größeren Sinn und Effekt hat. Und jetzt ist schon der Punkt, wo man merkt, okay, jetzt tue ich mir sehr einfach, anderen das zu vermitteln, vor allem durch dieses eine Jahr Corona, wo ich sehr viel Zeit hatte, mich in die Tiefe einzutauchen, wo ich noch viel mehr Erkenntnisse herausholen konnte und vor allem technologisch da auch etwas verbessern konnte. Also es wäre mir eine riesengroße Ehre, dich dabei zu haben bei diesem Event. Info bei dieser Webseite findest du den Link, wo du dich anmelden kannst auf der Webseite und dort wirst du einfach die Termine sehen für das ganze Jahr, kannst dich einfach anmelden und zusätzlich gibt es noch einen 100 Euro Frühbucher Rabatt, das heißt je früher du buchst, desto eher kriegst du das einfach 100 Euro günstiger. Ja, wie gesagt, wenn du noch weitere Fragen hast,
dann stell sie mir einfach. Für mich ist das Wichtigste bei diesem Event, dass du eine direkte Person, eine One-to-One-Ansprechperson hast. Und das Tolle wird auch sein, wenn viele Menschen dort Fragen stellen, wirst du vielleicht ein Problem haben, eine Frage haben, aber durch die vielen anderen Fragen der anderen und durch die Antworten dadurch wirst du vielleicht, wenn du auch deine Frage beantwortet bekommst, vielleicht danach ein anderes Problem auftauchen, was aber ein anderer gestellt hat und du die Antwort darauf kennst. Das heißt, du wirst das geballte Wissen von allen ganzen Problemen und Möglichkeiten und Techniken, wo man scheitern kann, wo dann es nicht klappt, bekommen. Das heißt, wenn du dann nach diesem Event, verspreche ich dir, wenn du dann Astralis und danach weiter trainierst, dann wirst du einfach auf jeden Fall das ganze Wissen über das Thema haben und du wirst genau wissen, ah, wenn das kommt, da gehe ich damit um, wenn das passiert, gehe ich damit um, ach, wenn ich Herzklopfen bekomme, dann gehe ich damit um, ach, wenn ich immer einschlafe, gehe ich damit um und so weiter. Du wirst für jedes Problemchen und jede Frage eine Antwort bekommen und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Schlüssel, um am einfachsten Astralreisen einzuleiten, neben dem, dass man es in seine Routine einbaut und dass man in dieses Feld kommt und anfängt, wirklich mit einer großen Absicht zu sagen, okay, ich bin dabei. Und jetzt liegt es an dir, wenn du sagst, deine Intuition, dein Bauchgefühl sagt dir, ja, ich möchte ein Wochenende teilnehmen, ich möchte in diesem Wochenende intensiv das trainieren mit einer Gruppe, mit einer Community, dann melde dich an. Und es wäre mir eine riesengroße Ehre, dich dabei zu haben. Und ich freue mich irrsinnig, dass wir gemeinsam, wenn du dich entscheidest, mitzumachen, an deiner erweiterten Bewusstseinserfahrung trainieren. Und ich hoffe es und ich wünsche es mir vom ganzen Herzen, dass du es erlebst, dass du weißt, wie sich das anfühlt. Und vielleicht hast du schon so eine Erfahrung, dann weißt du, wie toll so eine Erfahrung ist und wie sehr bewusstseinserweiternd das Ganze ist für dich und für dein gesamtes Leben. Und dann wirst du merken, nach diesem Seminar wird das immer öfter vorkommen und regelmäßiger und irgendwann wirst du es jeden Tag erleben. Du wirst einfach ins Bett gehen, deine Augen zu machen und du wirst sofort im Astralkörper sein und dann wirst du nicht mehr irgendwelche random Träume haben, sondern du wirst bewusst jede Nacht auf Reisen gehen. Und dann verspreche ich dir, wirst du ein anderer Mensch werden. Beziehungsweise du wirst kein Mensch werden, sondern du wirst erkennen, du bist eine Seele, du bist Bewusstsein und dir stehen keine Grenzen in diesem unendlichen Multiversum zur Verfügung. Du kannst alle Grenzen durchbrechen. Der Körper, der physische Körper ist wie ein Eiszapfen und du wirst lernen im Seminar diesen zu reiben, dass er flüssig wird, dass er zu Wasser wird, das ist dann der Astralkörper und dann wirst du ihn noch weiter reiben durch die vielen Erfahrungen, dass er so fein wird, wie das Wasser zu Gas wird und dann wirst du in eine Seelenreise kommen und dann wirst du in höhere Ebenen, Lichtwelten kommen, in Ich-Auflösungen kommen, in Gotteserfahrungen kommen und wirst außergewöhnliche Erfahrungen machen und ich glaube, Astralreisen sind der Weg zurück nach Hause zum größten Abenteuer, was wir selbst sind und zwar zu unserem Bewusstsein und den ganzen Welten, die wir selbst erschaffen haben. Also, wenn deine Intuition dir jetzt sagt, ja, ich will dabei sein, ich will mein Leben auf ein neues Level heben, ich will mein Bewusstsein erweitern, ich will aus meinen Nächten Abenteuer machen, dann höre jetzt auf deine Intuition, höre auf dein Bauchgefühl und melde dich auf der Webseite an und wir sehen uns dann sehr bald live und können miteinander reden und werden gemeinsam hoffentlich Erfahrungen sammeln.